Ich hoffe übrigens, dass es keine Review-Bilder damit gibt. Nein! Nein! Oh, warum? Warum? Warum habe ich geguckt? Moin, Lotto! Freunde, wir haben sie wieder, die merkwürdigsten Produkte, die ihr auf Amazon über mein Raffling bestellt habt. Jedes Mal kann ich sehen, was wurde eigentlich genau bestellt, nicht von wem, aber welche Produkte. Und die besten oder schlechtesten habe ich mir mal wieder rausgesucht. Es ist viel weirder Scheiß dabei. Was? Was? Eine vibrierende Hand. Was? Ja, für was ist die wohl? Und wir werden heute mal gucken, was ihr kranken Leute euch teilweise bestellt habt oder schöne Sachen. Hin und wieder auch eine kleine Inspiration, vielleicht ein neues Geschenk für Weihnachten, für Geburtstag und viel, 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 viel weirdes Zeug. So wie das erste Produkt, wo ich nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Euch sagt ja bestimmt der Begriff Ahegao was. Und wir hatten Motive auf Pullovern gedruckt, auf Hosen gedruckt. Und jetzt haben wir Motive davon auf einen Mundschutz gedruckt. Kinderfilter, wasserdicht. Was zum Fick? Aber man muss dazu sagen, also klar ist es ultra weird, damit rumzulaufen. Gerade wenn man sich überlegt, dass Leute vielleicht in der Schule damit sitzen oder auf der Arbeit gegenüber vom Chef und dann mit ihm reden und er die ganze Zeit darauf gucken muss. Aber ich meine, nur 1 Euro. Wer kann da Nein sagen? Für einen Mundschutz? Relativ günstig eigentlich. Ich möchte aber anmerken hier, und da wird wieder die große Abzocke betrieben von irgendwelchen Zwischenhändlern. 5,99 Euro Versandkosten. Wie dreist. Das ist die Wish-Methode. Ein Produkt für richtig günstig anbieten und sagen, ey, 1 Euro, gönn dir, Bruder. Und dann richtig viel Versandkosten draufschlagen. Natürlich, nur deshalb würde ich mir dieses Produkt nicht holen, sonst natürlich sofort. Okay. Also, bei dem folgenden Produkt habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich wissen möchte, wer das gekauft hat. Und wenn ich das weiß, ob ich das dann irgendwie melden muss. Ich wusste auch nicht, dass es sowas einfach so zu kaufen gibt auf Amazon. Ich wusste nicht, dass das so ein normales Produkt ist. Eine satanistische Bibel. 50 Euro Ledereinband. Und man kann sagen, was man will, aber schick sieht's auf jeden Fall aus. Und ich meine, 4,5 Sterne bei über 300 Bewertungen spricht auch für das Produkt. Wacht auf! Wacht auf! Satanismus hätte fast mein Leben zerstört. Ich habe dieses Buch vor Jahren gelesen und ich dachte erst, im Satanismus die Wahrheit gefunden zu haben. Aber Satan ist ein Lügner. Er verspricht viel, aber am Ende bist du kaputt und zerstört. Jesus hingegen hat mein Leben gerettet und geändert. Die einzig wahre Bibel ist die Bibel. In ihr findest du die Wahrheit und das Leben, Jesus. Herz-Emoji. Vielleicht machen wir einfach direkt mal weiter. Schnell weiter. Cool. Ja? Mhm. Nee, also ich finde nice, was sich Leute immer über meinen Raffling bestellen, dass ich auch mitbekomme, was ihr so in eurer Freizeit macht. Was für Vorlieben ihr habt. Welche Wünsche ihr vielleicht äußert. Im Schlafzimmer. Dieses wunderbare Set, wo wir alle wissen, wofür es ist. Ihr glaubt gar nicht, was für ein Krampf das letztes Mal war, dafür zu sorgen, dass das Video werbefreundlich bleibt und nicht von YouTube entmonetarisiert wird. Solche Produkte tragen nicht unbedingt dafür bei, dass es besser wird. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst, die Dinger halten auch an der Wand. Ach, Leute, ich will das gar nicht immer wissen, wisst ihr? Ich weiß, wir teilen viel miteinander, gerade ich mit euch, ja, und ihr gebt mir auch viel zurück, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich teilen wollen würde mit euch. Ansonsten fühlt euch frei zu machen, was auch immer ihr wollt. Na, ich judge nicht. Okay, ich judge doch. Nämlich bei einer Sache. Da hört der Spaß aber richtig auf. Das andere, okay, da kann man auch drüber reden. Aber wer das hier benutzt, vorbei. Ich glaube, das ist mit Abstand die dümmste Kopfbedeckung, die ich jemals gesehen habe. Er sieht auch nicht besonders glücklich aus, trotz seines geilen Wikingerhelms. An der Stelle natürlich wieder RIP an die Models, die für Amazon, Wish und Co. als Fotomodel herhalten müssen für irgendwelche richtig dummen Fotos. Wie bei diesem Wikingerhelm hier. Und ey, was ein Angebot von 3,99 auf 3,89. Also wer da nicht zuschlägt, dumm einfach. Einfach dumm. Bin ich dumm? Ja. Ich würde mir eigentlich wünschen, diesen Helm selber zu besitzen und ein ganzes Video damit nur zu machen. Bei 10.000 Likes werde ich das tun. Und dann ist es so ein richtig seriöses Video und ich sitze hier mit diesem scheiß Wikingerhelm. Ja, manchmal ist man einfach falsch abgewogen im Leben. Dachte sich dieser Typ auch. Leute, ich habe es gesagt, ich will es eigentlich gar nicht unbedingt so detailliert mitbekommen. Es fühlt sich manchmal so an, als wärt ihr zusammen mit eurem Partner im Schlafzimmer, ihr kommt euch näher, ja, alles ist schön, ihr fasst euch an. Und dann guckt ihr in die Ecke
und sieht mich da stehen, weil ich das mitbekomme. Moin, Lotto! Wie bei folgendem Produkt. Petplay, Puppy, Hundemaske, Unisex Einheitsgröße in Rot über meinen Reflink. Leute, es fühlt sich schmutzig an, als würdest du selbst in deinem eigenen Wohnzimmer eine Fetischparty veranstalten. Aber schön, dass es die Maske nicht nur in Rot gibt, sondern auch in anderen Farben, ja? Für jeden ist hier was dabei. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die passende Leine und bestimmt hat die auch irgendwer bestellt. Ja, schön übrigens, dass das Ding ausgestellt ist als lustige Geschenkidee. Ja, ich könnte mir nichts Lustigeres als Geschenk zum Muttertag, zum Vatertag eigentlich vorstellen. Ich hoffe übrigens, dass es keine Review-Bilder damit gibt. Nein! Nein! Oh, warum? Warum? Warum habe ich geguckt? Tada! Och, Jungs. Ich weiß, viele Menschen sind immer sehr hinterher, ihre Reviews möglichst ausführlich zu gestalten und plausibel, dass man nachvollziehen kann, wie sind sie zu ihrer Bewertung gekommen. Aber das hier. Muss das sein? Ist es wirklich notwendig, diesen Schritt zu gehen und sich dieses Foto zu posten? Weiter, komm, bitte. Das nächste Ding ist ein Produkt, das klingt immer in der Theorie gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so gut funktioniert. Gerne, der das gekauft hat, unten in die Kommentare schreiben, ob das wirklich funktioniert. Ein Dampfbügeleisen. Also wenn etwas hängt, dann bügelst du und dampfst du damit rüber. Okay, im Liegen geht's offensichtlich auch und dann wird es weniger zerknittert wie ein normales Bügeleisen, nur halt so. Das sieht aus wie die Produkte, die sonntagmittags auf irgendwelchen Spartensendern beim Teleshopping beworben werden, die richtig, richtig geil klingen und eigentlich komplett scheiße sind, wenn sie bei dir ankommen. Ich bin gespannt auf Erfahrungsberichte. Bitte sag mir mal, ob das wirklich funktioniert. Ist es ein Gamechanger? Ich glaube auf jeden Fall nicht. Auch übrigens schöne Größenangabe. Ein iPad als Vergleichsobjekt. Falls Menschen nicht wissen, was ein Zentimeter ist. Ist das die Zielgruppe dieses Produktes? Okay, warum? Warum kauft man sich das auf Amazon? Jeden Tag Knabbermix für 99 Cent. Ist das nicht an sich einfach ein Verbrechen an der ganzen Menschheit, Sachen für 99 Cent übers Internet zu bestellen, dass der Transporter fahren muss, dass der Postbote kommen muss, dass er extra diesen ganzen Weg auf sich nehmen muss für ein Produkt, was 99 Cent kostet und in jedem Laden verfügbar ist. Wahrscheinlich in Berlin bestellt, wo es mit Same-Day-Delivery schneller geht, als wenn du einfach im Supermarkt einkaufen gehst. Knabbermix übers Internet, ey. Ja, ich hoffe, es hat geschmeckt. 4,5 Sterne, scheint also gut zu sein. Es gibt Leute, die sind in der ganzen Corona-Krise nicht ganz so vorsichtig. Ja, die passen vielleicht nicht immer auf, die nehmen das manchmal ein bisschen lockerer. Und dann gibt's welche, die nehmen das richtig, richtig ernst. Und die kaufen sich sowas. Ja, wenn du eine Maske trägst, dann auch eine, die thematisch irgendwie dazu passt, ne? Man muss das Ganze vielleicht als große Kostüm-Motto-Party sehen. Und dann ist das Ganze viel cooler. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt wirklich hundertprozentig geschützt ist. Aber eigentlich müsste das zählen, oder? Falls ihr verpflichtet seid, in der Schule eine Maske zu tragen, ihr werdet auf jeden Fall der Coolste auf dem Schulhof. Wobei ich glaube, man braucht auch das restliche Outfit dazu. Also der Zylinder und so, eine schwarze Kutte, das macht schon viel aus. Ich habe es irgendwann mal gesagt, postapokalyptische Mode, die wird cool. Ich glaube, auch der Hersteller dieser Maske hätte nicht gedacht, dass er irgendwann mal so guten Absatz damit haben wird, wenn es eine Zeit gibt, wo das thematisch so gut passen wird. Aber hey, ich gönn's ihm, nices Produkt, sieht cool aus, hat auch einen gewissen Retro-Effekt, ne? So 17., 16. Jahrhundert. Wann war denn die Pest eigentlich? Irgendwann da. Nee, schick, würde ich mir für zu Hause auch kaufen. Okay, es gibt Leute, die haben ihr Auto und die lieben ihr Auto, ja? Die wollen dem was Gutes tun, die wollen das vielleicht ein bisschen hübscher machen und ein bisschen auftunen auch, dass es geiler wird, dass es besser wird. Und dafür gibt es verschiedene Sachen, zum Beispiel Spoiler. Und ich glaube, selten habe ich einen cooleren Spoiler gesehen als diesen hier. Ein sehr, sehr kleiner Spoiler. Ist die Größe sehr wichtig? Ich würde sagen, die Größe ist nicht entscheidend, sondern die Technik. Ja. Nee, also passt richtig gut. Tiny and cute, but cool. Gut, dass es nochmal gesagt wurde. Ja, ich glaube, aerodynamisch macht das schon einen deutlichen Unterschied. Du bist schon so um die 20 bis 30 km/h einfach schneller. Musst du aufpassen, dass du nicht zu viel geblitzt wirst. Da oben, ja. Ja, bist du bestimmt der Coolste auf dem Pausenhof damit. Eieieiei. Aber 8,99 Euro, drei Stück Schnapper. Ach, come on. Come on, muss das sein? Ja, wir hatten ja schon viel weirdes Zeug hier drin, aber also wenn du keine Dame findest, dann kannst du dir eine bestellen bei Amazon. Aber nicht die ganze, sondern nur die wichtigen Teile. Und ich sag das ja oft, aber ich möchte es diesmal wirklich nicht wissen, wer sich das bestellt hat. Ich möchte es einfach nicht wissen. Bah, weg,
weg. Ja, da muss viel gepixelt werden, dass dieses Video werbefreundlich bleibt. Aber ey, 66,99, ich bin ein bisschen traurig, dass nicht die 3 Euro noch draufgelegt wurden für die 69 Euro. Warum? Warum? Du hast einmal die Chance, 69,69 für dieses Produkt zu verlangen und machst es nicht. Aber ja, cool. Richtig praktisch. Werde ich mir auf jeden Fall nicht bestellen. Ich will das gar nicht mehr. Das hat 5 Sterne. Leute haben Reviews mit Fotos dazu gepostet. Ey, komm. Nee. Leute, das war's für heute. Ich will nicht mehr. In dem Sinne, macht irgendwas. Liken oder keine Ahnung. Komm, tschüss. Ei, 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 ei.